Hallo, geht es euch wieder gut? Ja, es wird schon gehen. Bin so Kreis froh. ist auf unserer Seite. Das ist ja wohl. Da auch und Pereine auch. Ich freue mich so. Jetzt, seitdem ich euch mit diesem Irrlicht dann vertraut habe, die Aufgabe, ihr habt so viel gemeistert. Vielleicht finden wir ja sogar noch einen Geist, den wir mit nach drüben bringen können. Was fehlt denn eigentlich noch alles? Wir haben das Unschuldige, wir haben das Gegen-Ding. Die göttliche Kunst. Ah, die Wir göttliche müssen noch Kunst. singen, aber das machen wir ja währenddessen. Singen. Und sonst noch etwas? Und das mit dem Vergänglichen und dem Ewigen, oder? Vergängliches haben wir doch schon gefunden mit dem Grafen. Nein, das ist das Lachen der Seele. Genau. Aber er verbindet das nicht beides? Nein, das Nein. Vergängliche und das Ewige wäre der Geist, den wir Falls hier einer brauchen. ist. Es Ich schaue mich mal ein wenig im Burghof um. Ja, ihr könnt die nächsten paar Minuten, Stunden, Praetor kann sich aufrappeln und dann nach und nach eben auch so ein bisschen die Kopfschmerzen aus dem Geist verdrängen, als Blackeratz durch die Waffen mit dir gesprochen hat. Ihr könnt im unteren Teil des Gebäudes, ein gefluteter Keller, so ein bisschen das Wasser steht euch noch bis zu den Knöcheln, könnt ihr einen traurigen Geist erkennen, der dort immer noch seine Arbeit verrichtet und mit einem geisterhaften Kehricht dabei ist, wohl den ja, sumpfigen, matschigen Keller zu fegen. Da ist so einer. Gebunden an seinen Besen könnt ihr dies als Donarium tatsächlich auch mitnehmen und damit eben auch den Geist mitführen, wenn ihr nach einer ja, etwas längeren Suche den Besen gefunden habt und wenn ihr mögt, ihn entweder in Borons Hallen jetzt schicken oder aber den Besen gemeinsam in Richtung St. Priolan führen. Ich vermute mal, es wäre sinnvoller, wenn wir den Besen mitnehmen, oder? Dort den Geist erlösen. Wir sollten vielleicht trotzdem erst einmal mit dem Geist sprechen. Ja, denke ich auch. In der Tat. Aber Hört er uns denn noch? ich glaube, für unseren Zweck wäre es am besten, wenn wir den Wesen mitnehmen und ihn nicht hier gleich erlösen, oder? Das hängt davon ab, wie der Geist sich gebart. Na gut, dann wollt ihr mir das? Wollt ihr, Prayodur? Natürlich. Ja. Kommt. Natürlich. Ja, auch nach kurzer Konversationsversuchen werdet ihr feststellen, dass es sich nur wohl um einen Schemen handelt, der nicht nur Deutsch sprechen kann oder will. Er guckt euch zwar traurig an, aber wird nicht auf irgendetwas von euch eingehen, sondern nur weiter fegen. Okay, also er kann nicht oder er will nicht? Möchtest du auf Magiekunde Spezialisierung Geister würfeln? Nee, ich würde erstmal auf Menschenkenntnis würfeln. Also ob er sich umdreht, wenn wir was sagen und auf uns reagiert. Er reagiert auf euch, ja. Okay, aber er scheint nicht mit uns reden zu können. Genau. Gut, dann würde ich gerne eine Liturgie wirken, und zwar Fexens wundersame Verständigung. Vielleicht hilft die an dieser Stelle weiter. Interessant. Ja, ich suche einmal schnell raus, was die macht. Einen Moment. Hier, also, mit Hilfe dieser Liturgie ist der Geweihte in der Lage, jede Fremdsprache zu verstehen. Der Geweihte hält die Kenntnis der Fremdsprache auf LKP Stern durch 2 plus 5 Punkte, höchstens jedoch bis zur maximalen Komplexität der Sprache. Nach Ablauf der Wirkungsdauer hat die Sprachkenntnis auf ebenso wundersame Weise wieder vergessen. Ist eine Grad 2 Liturgie und ein Gebet von einer Spielrunde. 5 Minuten habt ihr. Genau. Gut, dann würde ich tatsächlich die Liturgie Fexens wundersame Verständigung einmal wirken und dann mal schauen, ob das wirkt. Gibt es irgendwelche Aspekte, die ich beachten muss Kannst einfach hinsichtlich. mal würfeln, wir schauen mal auf Okay. die Sternchen, wenn da Alles irgendwie. klar. Aber es ist kein Unheiligtum, 11 Sterne reich in mir und auch ohne, dass er mit dir redet, kannst du Gedankenbilder sehen, die er dir rüberschickt. Er war wohl Kämmerer, sein Name ist Marbert, seine Aufgabe, seine letzte Aufgabe, bevor die Burg gefallen ist, war wohl, dass er Weinflaschen sortieren sollte, beziehungsweise nach oben bringen. Das ist allerdings dann im Angriff, ja, sind ihm Weinflaschen runtergefallen und treuer Kämmerer, wie er ist, alles durch diese Bilder kommuniziert, wird er dir mitteilen, dass, naja, er muss halt sauber machen.
Dann kommuniziere ich ihm zurück, dass wir ihn gerne mit zum Kloster bringen würden und ihn dort erlösen, dass wir den Besen mitnehmen, wenn das für ihn in Ordnung ist, und dass seine Erlösung für ein wichtiges, preisgefälliges Ziel. Er möchte unbedingt erlöst werden. Ich suche auch mal, vielleicht gibt es noch durchgebliebene Knochen oder Fragmente von ihm. Auch das, ja, würdest du finden. Den man bestatten kann? Ja, genau. Kannst du finden, nach und nach. Midas hat dann noch den letzten Aufenthaltsort von ihm, bevor er gestorben ist, kann er dann herausgefunden haben. Und ihr könnt die Knochen tatsächlich bergen. Da helfe ich gerne zu suchen, damit kein Knochen fehlt. Ja. Während die da am Quatschen sind, würde ich ein flaches Grab auf dem Hof auslegen, ausheben, wenn ich eine Schaufel finde halt, und die Knochen der Skelette, die da überall rumliegen, da reinpacken. Damit hast du auf alle Fälle viel zu tun, aber eine sehr göttergefällige Aufgabe. Euer Gnaden, entschuldigt. Ja. Achso, meinst du Preiobotrag? Nein, ihr kennt euch sicherlich auch aus. Wie steht es mit der Glaskunst? Mag der Herr Preios dies? Denn es erleuchtet das Innere der Häuser und bannt ja die Dunkelheit. Vielleicht ist dort hinten in dem hohen Gebäude Bleiglas oder ähnliches. Zum Mitnehmen? Wir mitnehmen können, genau. Ach so, da drüben ist ja noch eine Kapelle, das sehe ich ja jetzt erst. Meint ihr, wir sollen das Glas raustrennen? Sauber und vorsichtig? Genau, vielleicht ist ein schönes Kunstwerk aus verschiedenfarbigem Glas dort drin. Ja, das können wir mal gucken. Können wir das denn irgendwie gefahrlos raustrennen? Oder geht das nicht mehr? Ich kann es von hier aus nicht sehen. Das ist ein Paraner-Tempel. Werte Götterdiener? Ich denke, den Tempel sollten wir so lassen, wie er ist, oder? Wenn er nicht jetzt schon entweiht ist. Ich denke auch, es ist nicht richtig, einen Tempel zu bestehlen, selbst wenn er schon geplündert wurde. Aber die Idee war gut. Dann würde ich sagen, brechen wir auf. Also wir haben ja noch, ich glaube, 8 Tage, oder? 8 oder 7 Tage. Dann können wir noch singen üben und irgendwas schnitzen. Was ist mit dieser heulenden Grotte da? Das war nur der Wind, oder? Ich glaube auch. Lass mich noch schnell ein Grab sehen, über dieses Grab dieser Skelette sprechen. Ich würde mich dann vorhin stellen. Herr des Todes, diese Menschen will ich dir anempfehlen, dir, dessen Wirken beenden ist. Lasse deine göttliche Gerechtigkeit den Urteilsspruch finden für diese Dere-Söhne. Sie schieden aus unserer Welt und wir, die wir zurückgeblieben sind, vermögen nicht zu sagen, nach welchem der 12 göttlichen Paradiese ihr Herz sich sehnt, wo ihre Seelen Einlass begehrt. Schicke deinen Rabe aus, diese rastlosen Seelen zu fangen. Möge Golgari sie führen vor Rheton, die Allwissende. Möge diese Seelen nach deinem Urteil finden, was für sie bestimmt ist. Würde ich einen Bohrenrad schlagen und einen Grabsiegen sprechen. Also einen Grabsiegen wirken. 8 Tage später. Ihr steht in der großen Kapelle von St. Priodan, der Reichsabtei. Die Ruine, geschwärzt von dem Feuer Magus, dem Geoden Xenos von den Flammen, aus welchem Grund auch immer. Vor euch sind die Alchemiker aufgebahrt und Lumine hat in den letzten Tagen viel mit euch gesungen, etwas gehandwerkt, aber eben auch den Trank vorbereitet, beziehungsweise alles für das Licht. Ich würde gerne eine Karte von der näheren Umgebung, insbesondere der Grenzsteine und ähnlichen Aspekten der Landvermessung angefertigt haben. Gut, ich frage einfach mal von oben nach unten. Ado, hast du göttliche Kunst anzubieten und wenn ja, was? Ich kann gut klugscheißen. Nee, ich kann nur Rechtskunde und ich kann wirklich nichts. Kein Kunsthandwerk. Geron. Ich würde, nachdem wir merken, dass wir nichts finden, anfangen, einen Greifen etwa, wenn man irgendwas zwischen die beiden Hände nimmt, so in der Größe, aus einem sehr reinen, hellen Holz, wahrscheinlich Birke oder sowas, anfangen zu schnitzen.
Dann gib mir gerne eine Holzbearbeitungsprobe. Talentspezialisierung solltest du sie haben, könnten zählen. Leider habe ich schon Holzbearbeitung keine. Warte mal, das ist ein Handwerk, ein bisschen. Genau, Handwerk, Holzbearbeitung. Währenddessen Greif lasse ich zu. Birke ist ebenso ein schönes Holz. Midas. Ja, ich fertige die entsprechende Karte an, von der ich ja schon gesprochen habe, ganz im Sinne des Herrn Praios und der Ordnung. Im Sinne des Praios, alles klar. Die Erklärung finde ich gut, dass du etwas ordnest auf einer Karte und dort in die richtige, Süd nach Süden weist. Genau. Also die Erklärung dazu brauchte ich noch, weil einfach nur eine Karte lasse ich so nicht gelten, aber so passt das. Kartografie, genau. Bitte. Ja, mit der Talentspezialisierung Landvermessung. Ich würde gerne die 20 schippen. Ja, jetzt werden die letzten Punkte rausgehauen. Ja, dann bleiben. Damit habe ich alle übrig, das wären 10 Punkte. Danach wie das Priobur. Priobur, möchtest du irgendetwas handwerken? Ich würde ein prächtiges Pergament nehmen und einen Lobgesang auf dieses Pergament vollbringen. Der erste Buchstabe wäre dann eine kunstvolle Zeichnung eines Greifen, der sich aus dem Pergament erhebt. Ist das schriftlicher Ausdruck oder was möchtest du? Schriftlicher Ausdruck und Malen zeichnen. Ja, perfekt. Kannst du mir beides geben? Ja, kann ich machen. Ich würde malen und sagen, als Hilfstalent dir die halben Punkte auf schriftlichen Ausdruck geben. Dann bekommst du... Ich würde gerne chippen. Ja, die ganze Probe. Gott, ey. 19 ist schon mal... Das ist nicht besser geworden. Was ist denn das, ey? Gibt's ja gar nicht. Oh. Kann man ihm den Chip geben? Nein. Gut, ich würfel dann mal schriftlich Ausdruck. Oh, das fing gerade so gut an. Mhm. Ich war ein bisschen stolz auf dich. Gelungen. Wir ziehen dir trotzdem 4 Punkte ab. Na, die Hälfte. Also 2 Punkte. Das sind 8 Punkte, die ich mir hier notiere. Und Tau. Ich hatte überlegt, mir noch ein bisschen abgestandenen Urin zu besorgen und daraus kaltes Licht zu formen. Im alchemistischen Labor. Kaltes Licht, ja. Das ist archaisches Labor, Probe plus 2 erschwert. Dann würfel mal eine Alchemieprobe. Im schlimmsten Fall fliegt mir alles um. Könnte das nicht auch Phosphoros genannt? Genau. Mehrere Maße bestanden, bla bla. Meisterhinweis. Aureliani Lichtträger entzündet sich ab Temperaturen zwischen heiß und sehr heiß. Einnahme ist giftig. Extrem. Ja, ich überlege gerade doch. Es steht sogar Aureliani als Lichtträger drin. Gib mir bitte. Eine Überreden-Lügenprobe. Okay. Erschwert? Nee, nicht erschwert. Okay. Es geht nicht so sehr darum, dass du jetzt lügst, weil Phosphorus wird auch Lichtträger genannt, aber es geht darum, dass du Teile der Edukte den Geweihten verschweigst. Weil wenn sie mitbekommen, dass du jetzt Pisse in den Preis Tempel in Licht verwandelst, ja. Okay, das sehe ich ein. Aber das soll gelingen. Herausragendes Aussehen, plus 3 draufzurichten. Lumine ist sehr begeistert von dir und wird sich viele, viele Hinweise von dir holen. Tavigor. Ich würde die anderen durch gutes Zureden vor allen Dingen moralisch unterstützen. Ich würde voller Inbrunst mitsingen. Dazu kommen wir später, denke ich. Genau. Und ich würde tatsächlich versuchen, mit meinen Kochkünsten beizutragen. Was möchtest du kochen? Das heißt, ich möchte vor allen Dingen Zutaten benutzen, die ja vielleicht irgendwas mit dem Herrn Praios, sei es im weitesten zu tun zu haben. Also das Honigmet als Praioscheibe geblühten Blumen, die in süßlichen Wein verwandelt wurde. Ja, lass ich zu.
die Körner und das Öl der Praios-Blumen. Lass ich zu. Das in der Sonne gereiften, getrockneten Obst oder Gemüse oder den Tomaten, die ich in Daggelsmund gekauft habe. Und wenn das alles nichts bringt, dann kann ich wenigstens die Bäuche der Ritualteilnehmer vielleicht ein bisschen füllen. Dann gib mir mal eine Kochenprobe plus eins. Das Obst lasse ich so nicht zu. Also jetzt so Tomaten, auch wenn es sonnengereift ist, aber nee, Tomaten sind nicht sehr preisgefällig. Aber alle anderen Zutaten fand ich gut. Fünf hätte ich gewollt. Das schippe ich. Ja, eine wichtige Probe, die jetzt hier geschicksalspunktet werden muss, damit die göttliche Kunst gelingt. Selbstverständlich ist der Baron anwesend, das Lachen der Seele, jemand, der frohen Herzens alles auf alles Irdische verzichtet und sich lachend den Göttern anvertraut. Es ist doch schon weniger schlecht. Bin ich echt derjenige, der am meisten zu dieser Probe beiträgt? Wieso? Ich ziehe euch 6 Punkte ab, aber es reicht. Rango hat wieder die Gewürze vergessen. Ja, wie gesagt, 20 Punkte brauchtet ihr, aber ihr habt genug. Ich habe mir das gerade alles aufgeschrieben, auch wenn die 6 Punkte von Dravigor wieder abgezogen werden. Passt das. Ein Hauch von Ewigkeit. Der Geist, den ihr mithilfe des Besens mitgenommen habt. Ihr sollt etwas Vergängliches überwinden und etwas Ewiges beschaffen. Finde ich nicht. Ich finde diese Ingredienz als Geisteressenz lasse ich nur halb gezählt zu. Der Geist wird erlöst im Laufe des Rituals, aber das ist nicht die Zutat, die Praios haben wollte. Und die gemeinsamen Erinnerungen, die wir haben? Ja, aber die habt ihr so nicht ins Ritual eingebracht, oder? Naja, wir sind ja selbst da und wir haben diese Erinnerungen, die ewig sind. Die sind nur dann ewig, wenn sie aufgeschrieben worden sind, als Heiligengeschichte. Ja, ich arbeite hier an meiner Heiligkeit. Also. Ja, aber das ist noch nicht notiert worden. Also du schreibst zwar die Testamente von anderen Leuten auf, aber dein eigenes Testament wurde noch nicht geschrieben. Die Unschuld vom Lande. Ihr habt ein Kind von der guten Frau aus Rabenhorst mit hergebracht. Und Priodur kann während der Zeremonie den Geburtssegen sprechen. Das Kind ist zwar schon seit ein paar Tagen da, aber der Geburtssegen wird ein weiteres Mal erneuert. Das würde ich dann vollziehen. Ich würde, wie auch dieses Kind, in die ersten Lichter. Ich sage, wann wird es geboren? Früh morgen, abends? Früh, keine Ahnung. Egal. Im Laufe des Tages. Ich würde sie in einfallende Lichtstrahlen, die durch das Fenster fallen, heben. Sieh, O Praios, dieses schutzlose Kind, geschenkt durch die Gnade der ewig jungen Zar. Herren, ich bitte dich, Herr, schütze dieses Kind mit deiner göttlichen Kraft, auf dass es seiner Unschuld nicht dem Bösen anheimfalle, sondern den Weg zu dir und deinen göttlichen Geschwister findet. Und ich würde dann das Kind auf der Stirn mit einem Preis mal zeichnen mit dem Sonnenblumenöl. Ausgezeichnet. Crit. Nice. Wow. Oh, yes. 1-1-20. Was ein Crit. Neue Heliodan. Ja. Yotuki, Kenntnis, Geburtssegen. Perfekt, sehr schön. Die Menge ist gerührt und selbst die sehr widerspenstige Travigor kann es immer noch nicht aussprechen. Das Edelfräulein Henerike Gnitzenspleiß wird sich selbst die ein oder andere Träne verdrücken, als ihr Priodur dieses kleine Kind einsegnet. Priodur wurde selbstverständlich von ihr ausgebildet und sie ist sehr stolz auf das, was er da tut. Und ich würde dann das Kind vorsichtig in die Hände oder den Schoß der Mutter geben. Ja, die ist ebenso gerührt, genauso wie der Vater. Und wortlos danken sie dir, drücken noch einmal deine Hand. Ja, womit hat alles begonnen? Mit dem Lebenslicht. Ihr solltet eine leuchtende Kreatur beschaffen, die Lumine als Essenz destillieren kann. Das Irrlicht wird gemeinsam im Ritual verkocht.
Antidonaria, ihr habt eine Peitsche und den Säbel eines gehörnten Hashtots errungen. Was ist mit dem Namenlos-Artefakt? Also, die Sonnenschau hat nichts offenbart zu diesem Amulett und dementsprechend wird davon abgeraten. Wenn nichts dazu, also entweder kommt eine positive Nachricht oder eine negative, es kam nichts zurück, dementsprechend rät er davon ab. Dann lasse ich es besser. Du kannst das natürlich noch reintun. Ein namenloses Amulett. Klar, damit das Licht oder was auch immer dann dabei rauskommt, lila ist, oder? Nee, das werde ich schön einstecken wieder. Ja, und viel zu schnell sind die 12 Tage verstrichen. Der Tempelherr hat Wort gehalten und ist Schirmherr einer wahrhaft heiligen, einmaligen Messe. Flüstern und tuscheln findet sich die Gemeinde im Tempel zusammen. Viele sind gekommen, teilweise auch, weil der Baron hier wohl jetzt versterben soll im Rahmen dieser Zeremonie, was abgenickt worden ist. Die Priorkirche hat ihr Edikt dazu gegeben. Ein wundersamer Prozess, der hier beigewohnt werden kann. Ungewöhnlicher Stunde. Und zwar um Mitternacht, zur zweiten Priorstunde. Also der Tempel der Sonne, allein vom Schein hoher Kerzen erleuchtet. Die Novizin schwitzt und eilt einige kuriose Apparaturen und Berge von alchemischen Zutaten, die beieinander gefügt werden, eure Ritualgegenstände, die anwesend sind, oder direkt hineingebracht werden. Dann der Moment der Wahrheit. Ein helles Licht erfüllt den Tempelraum und die Lichtentwicklung entspricht zunächst der Menge von euren verwendeten Zutaten. Seid ihr wohl sicher, das Irrlicht und das Silber, das Gold, die Dukaten, die reingeworfen werden. Ardo, du hast kurz Angst um deine Belohnung, die ganzen Golddukaten, die da Stück um Stück hineingeworfen werden. Eine verschlichte Vervielfachung der Alchemie der Sonne stellt das aber bisher noch nicht dar. Die Gemeinde ist beeindruckt. Dann aber leuchtet die Kraft etwas heller auf und ihr fühlt euch ein bisschen an den Flimflam erinnert, den Geron vor vielen Tagen gewirkt hat. Die Intensität wird ungeheuerlich und brennt sich in die Seelen der Anwesenden. Kurzzeitig geblendet und habt das Gefühl, nie wieder etwas sehen zu können, so wie der Sonnenschauer, der hier anwesend ist im Lichtbad, bekommt ihr eine kurze visionäre Ahnung, wo sich die Suche nach dem ewigen Licht fortsetzen könnte. Einige Tage später könnt ihr wohl auch im aventurischen Boten lesen, dass nicht nur ihr geblendet worden seid, sondern bis nach Punin hin berichtet man von einem gewaltigen Lichtblitz, der um Mitternacht das Deren runterhält hat.